wir erwecken endlich mal wieder in Halle. Freut ihr euch, wieder hier zu sein? Ja, ganz besonders. Ich bin ja öfter in Halle. Habe nur eine Stunde von Erfurt bis nach Halle. Deswegen ist trotzdem heute ein schöner Besuch hier. Ja, mir geht es natürlich genauso. Ich habe ja auch schon mit dem HFC an diesem Turnier teilgenommen. Da hatte ich noch das Dress vom HFC an und über eine Rückkehr freue ich mich immer. Ja, bei mir ist es genau dasselbe. Also ich kenne jetzt nicht mehr so viele von der aktuellen Mannschaft, aber halt ein paar Leute im Verein kenne ich noch und es ist schön, die wiederzusehen. Okay, das klingt ja sehr positiv. Ihr seid Gruppenführer. Was rechnet ihr euch heute aus? Ja, wir sind hergekommen, um das Turnier zu gewinnen. Kann ich nur zustimmen? Schauen wir mal, was noch geht. Und wenn ihr sagt, okay, ihr seid hergekommen, um zu siegen, wie sieht diese Saison aus in der Liga? Ja, ich denke, wir hatten jetzt nicht so die positive Hinrunde, wie wir uns das eigentlich erhofft haben, aber jetzt mit deutlicher Tendenz nach oben und ja, gehen mit voller Motivation ins neue Jahr und damit auch in die Rückrunde. Ihr unterschreibt das? Auf jeden Fall. Alles klar, dann drücke ich euch auf jeden Fall für die Rückrunde alle Daumen. Danke dir. Das Herz für Lok, aber ich denke, das Turnier wird heute HFC gewinnen. Ne? Siehst du das genauso? Kann man so unterschreiben. Es gab jetzt bei euch ein bisschen Trainerwechsel, alles. Was ist so eure Vision für die Saison? So lange wie möglich oben dabei bleiben. Ich denke, wir haben das Zeug dazu, die Qualität. Die Saison ist noch lang und geben natürlich alles. Markus, bist du lieber in Halle im Stadion oder dann doch eher bei Lok und wie oft? Ich wünsche natürlich für beiden einen Aufstieg, ja, oder dass sie halt lange oben mitspielen. Wenn es die Zeit passt, bin ich bei beiden Vereinen einfach so oft, wie es geht. Aber wie gesagt, ich habe jetzt 10 Jahre bei Lok gespielt. Natürlich bin ich da dann doch einen Tick weit mehr. Der beste Spieler beim Handlungskampf 2020 wurde Pascal Sohm, Halle FC. Bester Spieler des Turniers. Herzlichen Glückwunsch dazu. Leider hat es nur zu Platz 2 gereicht. Wie ist die Gemütslage gerade? Ja, es nervt mich ehrlich gesagt noch ein bisschen. Das Finale hätte ich wirklich gern gewonnen. Das wäre dann der dritte, glaube ich, in Folge gewesen hier. Dadurch, dass wir das letztes Jahr auch schon gewonnen haben, wäre es eine coole Sache gewesen. Aber ja, im Finale waren wir irgendwie nicht gut genug heute. Okay, naja, munter putzen, weitermachen. Am Freitag geht es ins Trainingslager. Seid ihr heiß auf die Rückrunde? Ja, allerdings, ich glaube, die freien Tage waren jetzt zwar auch gut, aber ich glaube, jeder freut sich, dass es wieder losgeht. Morgen dann die erste richtige Trainingseinheit, heute nach dem Leistungstest und dem Hallenturnier eben. Und ja, ich glaube, wir freuen uns alle. Hier ist der Sieger, Rot-Weiß Erfurt.